Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal darum, dass ich finde, dass YouTube Music 1000-mal besser ist als Spotify. So, ich habe beides für eine relativ gesehen lange Zeit benutzt. So, YouTube Music hat so viel mehr Vorteile, besonders auf der Mobile-Seite, da du halt statt wie bei Spotify einfach direkt Songs aufrufen kannst. Du kannst direkt den Song, den du hören willst, starten. Du kannst auswählen, was danach kommt. Du kannst auch bei Spotify machen. Es ist alles... Du kannst komplett auf Shuffle-Playlists verzichten. Du kannst alles so einstellen, wie du willst. Du kannst direkt die Lyrics des Songs mitlesen, während du den Song hörst. Du kannst direkt auswählen, was kommt danach. Kannst das alles easygoing verschieben. Sehr viel einfacher wie bei Spotify. Und es ist alles ohne den Premium-Zugang. Bei Premium kannst du das bei Spotify natürlich auch alles machen. Und das Einzige, wo ich wirklich sage, Spotify ist halt minimal besser, ist halt, wenn du auf dem Mobile irgendwie im Hintergrund nur Musik hören willst. Wo ich sowieso konstant MP3-Player benutze, aber das ist der eine Vorteil von der kostenlosen Version von Spotify. So, das sehe ich ein, aber ich verstehe nicht, warum zur Hölle ist immer dieses Ekeln vor YouTube Music so. Es ist nicht irgendwie wie eine fucking Konsole oder so, wo ich es halbwegs nachvollziehen kann, weil, hey, deine Freunde nutzen das, dann solltest du das auch nutzen, weil sonst kannst du mit deinen Freunden spielen oder so. Aber bei Musikstreaming-Services ist es so scheißegal, aber trotzdem wählen so viele Leute einfach Spotify über YouTube Music, was ich nicht nachvollziehen kann, dass es halt in so vielen Faktoren einfach der bessere Service ist. Naja, anyways, danke fürs Zuhören, du bist cool, bleib toxisch. Deabonniere mich, dislike mich und entweder